Diabetesjournalleserin, lieber Diabetesjournalleser. Mein Name ist Kirsten Metternich von Wolf. Ich bin Redakteurin der Essen und Trinken-Rubrik im Diabetesjournal. Essen Sie gerne Salz? Damit sind Sie nicht alleine. Die meisten in Deutschland essen gerne herzhaft, pikant und würzig. Dazu empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung täglich eine Salzmenge von ungefähr 6 Gramm maximal. Das wäre also ein Teelöffel. Das würde aber alles einschließen, auch Fertiggerichte, das, was man unterwegs isst, plus das Salzen, was man selber beim Kochen noch dazu gibt. Kein Wunder, dass deshalb die tatsächliche Salzmenge viel, viel höher ist. Bis zu 15 Gramm essen manche am Tag, das ist mehr als ein Esslöffel. Was Salz im Körper macht, wofür es wichtig ist, aber auch welche negativen Folgen es hat, insbesondere bei Diabetes, wenn zu viel Salz gegessen wird, erkläre ich Ihnen in meinem Beitrag in der Mai-Ausgabe des Diabetes-Journal. Dazu bekommen Sie auch praktische Tipps, wie Sie Salz einsparen können beim Essen, beim Kochen und beim Einkaufen. Ich gebe Ihnen Tipps, welche Kräuter und welche Gewürze sich sehr, sehr gut statt Salz eignen. Und Sie bekommen natürlich wieder ganz leckere Rezepte. Unter anderem für ein Brot, was ohne Salz gebacken wird und auch ohne Hefe. Denn Hefe ist ja gerade in der Corona-Zeit ein sehr begehrtes Lebensmittel im Supermarkt und häufig vergriffen. Und Sie finden natürlich auch in der Mai-Ausgabe wieder ein Leserrezept. Vielleicht haben Sie selber ja auch mal Lust, an der Aktion Leserrezept teilzunehmen und ein Leserrezept im Diabetes-Journal von Ihnen zu finden. Als Dankeschön bekommen Sie auch immer etwas Nettes aus dem kulinarischen Bereich. Und alle Infos zum Leserrezept, zum Thema Salz und auch die Rezepte finden Sie in der Mai-Ausgabe des Diabetes-Journals.